Überflutungsgefahr durch Starkregenlage, ja, aber trotzdem ruhig bleiben und damit ein allerherzliches Glück auf zusammen. Tja, die eingefahrene Wetterlage setzt sich fort und zusehender Tiefdruckeinfluss löst in einigen Bereichen Deutschlands eine nicht zu unterschätzende Starkregenlage aus. Dennoch ruhig bleiben und sich nicht allzu sehr verrückt machen lassen. Dass das heutzutage gut funktioniert, bekommt man immer mehr mit und die Angst der Leute wird diesbezüglich leider auch immer wieder ausgenutzt, nur damit der Klick getätigt wird. Und ja, ich bekomme einige Nachrichten von Leuten, wo es heißt, auf dem und dem Kanal wird von Unwetterausbrüchen und sogar Lebensgefahr geredet. Ja, und wir schauen jetzt mal, was da wirklich dran ist und ordnen die Karten mit den Berechnungen ganz in Ruhe ein und zum Schluss habe ich dann auch noch mal ein paar kurze Worte zu sagen. Wir steigen ein mit dem aktuellen Blick auf das Satellitenbild und können erkennen, der Tiefdruckeinfluss von Südwesten her nimmt nun immer mehr zu. Feuchtigkeit auch in der Höhe durch Wolken jetzt auch sichtbar, immer mehr reinschweifend und dementsprechend auch ja schleifende Niederschläge in Form von skaligen Regenfällen, die sich jetzt von Süden her nach Norden ausbreiten und aktuell noch blitzinaktiv. Die Gewitterenergie für den heutigen Tag seitens des Arome-Modells, also das Regionalmodell der Franzosen, sieht wie folgt aus, dass wir im Prinzip hier die Karte für den Cape-Wert haben, in Joule auf den Kilogramm Luft, also quasi die Energie, die einem etwaigen Gewitter zur Verfügung stehen würde, welches dann auch genutzt werden kann. Und da kann man erkennen, jawohl, am heutigen Mittwoch ist es dann eben so, dass ab heute Nachmittag die Cape-Werte gerade nördlich der Alpen jetzt hier auch im Allgäu teilweise in den gelben Bereich reingehen und auch Richtung Niederlande rüber. Und das sind teilweise Cape-Werte um die 1000 Joule und auch darüber auf den Kilogramm Luft. Und das kann eben dann mit nahendem Tiefdruckgebiet dadurch auch zur Zündung führen. Und man kann aber auch erkennen, im ganzen Nordosten oder in den breiten Streifen, ja, im ganzen Nordosten ist überhaupt nichts an Gewitterenergie zu erkennen. Dementsprechend auch wirklich sehr, sehr ruhig dort oben. In Bezug auf den Wind natürlich nicht, aber in Bezug auf Gewitter sehr ruhig, ja. Sehr trockene Luft. Ja, am morgigen Donnerstag wird sich die Lage dann noch ein kleines bisschen verschärfen, gerade im Süden. Und da ist dann nochmal ein Hauptaugenmerk drauf zu legen in Bezug auf den Starkregen, denn auch der Höhenwind ist nicht vorhanden und dementsprechend können etwaige Gewitter auch stationär liegen bleiben, wodurch dann eben die Gefahr in Bezug auf den Unwettercharakter eben auf den starken Niederschlag ja, zu legen ist oder der Fokus drauf zu legen ist, weil eben, wie gesagt, die Gewitter sich an Ort und Stelle abregnen und im Ort daneben passiert so gut wie gar nichts. Auf Deutsch gesagt, es regnet einfach ganz normal. Ja. In Bezug auf die Umlagerung kann man das ja gut erkennen am heutigen Mittwoch. Wir erkennen, dass aus Richtung Süden, ja, dann über die Schwäbische Alb ein paar Zellen kommen sollen, die dann vom Allgäu ausgelöst werden, auch in Südbayern, Entschuldigung, die dann weiter Richtung ja, Rhein-Main-Gebiet ziehen sollen, Frankfurter die Gegend und da kann es auch mal so ein Gewittercluster geben, ja, aber wie gesagt, der zieht dann auch relativ gut weiter und auch von Frankreich her kommen immer wieder Schauer und Gewitter ja rüber, die dann eben immer wieder diesen Weg von Südosten nach Nordwesten nehmen, also eigentlich total komische Zugrichtung, kann man sagen, ja. Normalerweise ist es eben genau andersrum zu solchen Wetter oder bei normalen Wetterlagen in Mitteleuropa, aber diesmal ist es genau umgedreht und das liegt eben an dieser Großwetterlagenkonstellation, dass wir im Norden ein Hochdruckgebiet haben und im Süden eben diesen Tiefdruck. Nach wie vor eine sogenannte High-Over-Low-Wetterlage, kann man sagen, und dann sind die Tiefdruckgebiete über dem Mittelmeer eben eingeklemmt und können eben immer wieder zyklonale Feuchtigkeit aus Süden heranführen und das entwickeln sich halt dann dadurch Gewitter. Ne? Ja, in Bezug auf den Donnerstag kann man jetzt auch nochmal erkennen, da gibt es wahrscheinlich schon kräftigere Umlagerungen, gerade so über dem Süden von Deutschland, wo man dann eben auch erkennen kann, dass eben die ganze Sache dann auch weiter Richtung Norden ausschweift, aber sehr wahrscheinlich die Mittelgebirge nicht überziehen dürfte. Ja? In Bezug auf das Icon D2-Modell schauen wir mal drauf, wie sich die ganze Wetterlage hier verhält. Kann man auch erkennen, der Stundenniederschlag jetzt hier in Liter pro Quadratmeter. Und man erkennt, wir sind hier schon zum heutigen Mittwoch bei 17 UTC, also quasi 19 Uhr. Und bis dahin ist noch nichts groß passiert, Freunde. Das wird jetzt erst einmal regnen. Und gegebenenfalls ist es auch so, dass diese ganze Wolkensuppe jetzt hier den Cape-Wert sogar ein kleines bisschen drückt, wodurch es überhaupt zu gar keiner Zündung kommt, wodurch die heutige Unwettergefahr dementsprechend damit ja ad acta zu legen wäre.
Na, da muss man aber erstmal abwarten, weil es eben kann eben auch sein, dass es nochmal aufzieht und dementsprechend einstrahlt. Was ich damit sagen will, ist, es ist heute so, dass aus dem Allgäu heraus am heutigen Abend ein paar Gewitterzellen entstehen sollen, die dann diesen Weg hier nehmen sollen. So, wenn man jetzt aber mal genau hinschaut, dann ist doch eine gewisse Zuggeschwindigkeit zu erkennen und das Verweilen an gewisser Ort und Stelle ist heute gar nicht so gegeben. Was aber nicht heißt, dass es punktuell auch zu einem, ja, zu einer Überflutung kommen kann, weil eben ein Gebirgsbach oder irgendwas eben über die Ufer tritt dementsprechend. Das ist nicht auszuschließen, na? Das muss man tatsächlich sagen. Ja, und dann ist es halt eben so, dass im Prinzip in Bezug auf den Donnerstag, wo wir jetzt schon sind, die ganze Geschichte eben so ist, dass gerade ja über der Mitte des Südens kann man sagen, stationäre Gewitter entstehen, die dann eben teilweise auch nicht wirklich wegziehen oder wenn dann nur sehr langsam. Und da sind teilweise auch Peaks dabei, wo dann wirklich in die 30, 40 Liter auf den Quadratmeter in einer Stunde berechnet wird und gegebenenfalls auch Orte immer wieder von starken Gewitterzellen eben dann heimgesucht werden. Das wird aber nicht alle betreffen. Das möchte ich nochmal ausdrücklich dazu sagen. Na? Es wird nicht alle treffen und ansonsten wird das im ganzen Südwesten, kann man sagen, die kommenden Tage eher regnerisch werden, also vom Gefühl her. Es werden auch Gewitter, auch stärkere Gewitter gegebenenfalls auch mal dabei sein können. Das ist bei diesen Parametern eben so. Aber ansonsten für die große breite Masse unten im Südwesten wird das eher eine verregnete, auch mal stärker verregnete Geschichte werden. Na? Ansonsten, die große Unwettergefahr ist wirklich nur relativ punktuell, muss man tatsächlich sagen. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Dann ist es so, dass in Richtung Donnerstag, in der Nacht zum Freitag dann von Süden her, ein Tiefdruckgebiet übergreift mit skaligen, stärkeren Regenfällen. Dort dürfte teilweise überhaupt kein Gewitter mehr großartig eingelagert sein. Ich möchte aber den einen oder anderen Blitz dort nicht ausschließen, der dort mit eingelagert ist, weil es eben trotzdem konvektive Niederschläge sind, aber eben skalige Niederschläge. Man sieht das jetzt hier, dass teilweise kräftige Niederschläge dann mit diesem Tiefdruckgebiet, was dann eben rüberkommt von den Alpen her, eintritt und eben immer wieder über Gebiete abgeregnet wird, wo dann eben, ja, jetzt rechnet es nicht weiter, das Icon D2, das rechnet leider bloß bis, ja, was haben wir jetzt hier, bis zum Freitag um 11 Uhr, ja, aber diese Gebiete jetzt hier sind eben prädestiniert dafür, dass eben immer wieder Niederschläge da einhergehen und der Freitag, der wird sehr wahrscheinlich, beziehungsweise der Donnerstag und Freitag wird sehr wahrscheinlich im Südwesten absolut ins Wasser fallen, das muss man tatsächlich mal so sagen. In Bezug auf die akkumulierten Niederschlagssummen sieht es wie folgt aus, dass das Icon D2-Modell hier bis zum Freitagvormittag folgende Regensummen simuliert. Ich hatte es bereits erwähnt, in diesem Streifen ist im Prinzip die ganze Geschichte sehr, sehr nass. Weiter in Richtung Nordosten scheint eher dann die Sonne, da passiert überhaupt nichts. Ja, also dort ist eben strahlender Sonnenschein, aber eben auch Wind. Ja, und man kann aber auch sagen, dass gerade in diesen Bereichen jetzt hier tatsächlich auch mal ein Ausrufezeichen zu setzen ist, weil eben gewisse Umlagerungen, wie ich eben bereits schon erwähnte, den einen und denselben Ort eben wieder treffen können. Und man sieht es eben auch, dass gerade jetzt hier Richtung Schwäbische Alb teilweise auch Peaks über 60, 70, teilweise auch 80 und auch 90 Liter auf den Quadratmeter dabei sind. Ich möchte auch über 100 Liter auf den Quadratmeter nicht ausschließen bis Freitagvormittag punktuell. Das ist einfach so. Ansonsten gibt es hier flächig über 30, teilweise 40, 50, 60 Liter auf den Quadratmeter binnen 48 Stunden. Das ist viel, ja, aber es wird örtlich gegebenenfalls auch mal heftiger werden, das muss ich sagen, aber im Großen und Ganzen wird das alles gut abfließen können, erst einmal. In Bezug auf den weiteren Verlauf der Wetterlage braucht man nicht gucken, weil das überall Hochtief oder also Tiefdruckgebiete in der Höhe, ja, also die variieren, die verhalten sich wie Fettaugen auf der Linsensuppe und das ist eben sehr, sehr schwer, jetzt schon übers Wochenende zu reden. Das liegt einfach diesbezüglich noch zu weit weg, auch wenn das jetzt ein bisschen paradox klingt. Aber bei dieser Wetterlage muss man wirklich immer wieder mit den Regionalmodellen von Tag zu Tag schauen. Und da sind, muss man tatsächlich sagen, diese Werte jetzt hier binnen 48 Stunden nicht zu unterschätzen, aber man soll auch nicht in Panik fallen. Das muss ich ganz ausdrücklich sagen. Jeder weiß, dass wenn ein Gewitter oder man in einem Bereich ist, wo eine Gewittergefahr existiert mit diesen hohen Niederschlagssummen, dass man da im Prinzip alles, was Wert hat, aus den Kellern gegebenenfalls raussuchen oder nach oben schaffen sollte, wenn eben
man sonst auch bei solchen Lagen immer wieder von Überflutungen dann betroffen wurde, weil man eben zu nah am Wasser gebaut hat, ja, deutsch gesagt. Das muss man einfach dazu mal erwähnen. In Bezug auf das neueste Icon-Modell, der neuner Rechenlauf, der hat im Prinzip auch den Hotspot jetzt hier unten Richtung Baden-Württemberg gelegt. Ja, man kann eben auch erkennen, den Peak gibt es hier auch Richtung, ja, nördliches Bayern. Da muss man mal schauen, was im Prinzip diese starken Gewitter dort mit in petto haben. In Bezug auf das Arome-Modell kann man auch erkennen, die lassen sogar die ganze Geschichte noch ein kleines bisschen hier weiter Richtung Osten ausschweifen. Und dementsprechend ist es aber trotzdem so, dass dieser ganze Bereich jetzt hier immer wieder von Schauern und auch Gewittern heimgesucht werden kann. Wie gesagt, mit einer gewissen Unwettercharakteristik durch diese stationäre Verlagerung oder kaum Verlagerung, wo es dann eben an Punkt und Ort oder Ort und Stelle abschüttet und ein paar Kilometer weiter ist eben überhaupt gar nichts. Ja, diesbezüglich sollte man das ein kleines bisschen im Auge behalten und auch die Radare natürlich im Auge behalten nachher. Und ich empfehle auch immer wieder zu einer Wetterstation, wo man schon mal messen kann, okay, jetzt ist schon so viel gefallen. Wenn ich weiß, das schüttet jetzt so weiter, dann kann ich im Prinzip ausrechnen, okay, wenn es 25 Liter pro Quadratmeter binnen einer Viertelstunde gefallen sind, das wird jetzt nicht aufhören mit Regnen, dann sind auch 50 Liter auf den Quadratmeter möglich und das ist dann definitiv zu viel in dieser kurzen Zeit für die Böden. Das fließt oberflächlich ab, das kann ich einsickern und dann, ja, das gleich mal so auf den Weg gegeben, dementsprechend. Ja, das Icon-EU-Modell rechnet bis Montag mit diesen Werten jetzt hier und da wird in den kommenden 2 Tagen diesbezüglich hier wahrscheinlich am meisten zusammenkommen und das ist eben hier auch wieder der Fall. Da werden teilweise bis Montag örtlich über 100 Liter auf den Quadratmeter berechnet. Man muss aber auch sagen, das sind Globalmodelle, die sind grob aufgelöst und diesbezüglich können die auch nicht punktuell eben dann, wie soll ich sagen, die Peaks erkennen. Dementsprechend sind diese 100 Liter auf den Quadratmeter hier auch wertig für Werte, die eben auch mal darüber liegen können, aber auch darunter. Ja, diesbezüglich ist es einfach so, weil diese grobe Auflösung dieser Globalmodelle dahingehend, dass alles ein kleines bisschen glättet, möchte ich einfach dazu sagen. Da sieht das hier teilweise wirklich sehr, sehr nass aus, muss man tatsächlich sagen. Mit eingelagerter Unwettergefahr tatsächlich, ne? In Bezug auf Superzellen, den Index können wir uns auch noch ganz kurz zu Gemüte führen. Das sieht man hier wunderbar. Da wird nicht groß was passieren, weil wir eben gar keinen Parameter anliegen haben. Das kann man gut erkennen. In den kommenden Tagen hier über Deutschland keine, ja, Superzellen, kein Superzellenparameter vorhanden. Dementsprechend langsam ziehende Gewitter. Und das hat alles nichts mit superzellulärem Charakter zu tun. Was aber wichtig ist, ist ja, der PPW-Wert, der Precipitable Water-Wert, ja, also im Prinzip der, man muss sich das so vorstellen, ein Quadratmeter auf dem Boden und eine Säule bis an die Tropopause. Und diese Werte, die angezeigt werden in den grünen Bereichen, sind teilweise so 20 bis teilweise auch 30 Liter oder Millimeter in dieser Säule vorhanden. Das ist ein Index dafür, wie stark es regnen kann oder beziehungsweise was im Prinzip in der Luftsäule in 10 Kilometer über einem an Feuchtigkeit in Liter pro Quadratmetern oder Millimetern dann eben drinsteckt und was dann eben auch ein Index für Starkregen ist. Und diesbezüglich kann man das gut erkennen, dass der ganze Südwesten jetzt hier, muss man tatsächlich sagen, ja, dass der ganze Südwesten eben jetzt hier immer wieder in dieser grünen Färbung liegt und der ganze Nordosten eher in dieser braunen Färbung, wo eben der PPW-Wert überhaupt nicht vorhanden ist, beziehungsweise sehr niedrig ist und dementsprechend auch keine großen Starkregenereignisse vorhanden sein werden. Aber wie gesagt, in diesen Bereichen hier ist es eben so, dass der PPW-Wert teilweise über 30 Millimeter oder Liter auf den Quadratmeter geht. Und das ist eben ein Indiz dafür, dass es auch mal richtigen ordentlichen Starkregen geben kann und auch wird. Wo das punktuell sein wird, kann man nicht sagen. Man kann nur den Bereich eingrenzen, wo die Wahrscheinlichkeit dafür am höchsten ist. Eine weitere Thematik ist auch diese ganze Geschichte in Bezug auf den Theta-E-Wert in 850 Hektopascal bzw. 1500 Metern Höhe. Und das ist eben die Temperatur, die in 1500 Metern Höhe erreicht werden müsste, damit jegliche Feuchtigkeit auskondensiert. Sprich, wir haben hier einen Theta-E-Wert von teilweise in Bayern um die 48 bis 49 Grad Celsius. Das bedeutet, dass es dort oben nicht so warm ist, sondern diese Temperatur müsste rein theoretisch erreicht werden, damit jegliche Feuchtigkeit auskondensiert. Sprich, in diesen ganzen gelben Bereichen, wo es über 40 Grad Theta E sind, ist die Feuchtigkeit eben am höchsten. Und das bedeutet eben auch, dass die Feuchtigkeit in höheren Stockwerken auch
relativ fortgeschritten oder sehr hoch ist, ja, teilweise. Und diesbezüglich auch ein Indiz dafür, dass die Luftmasse sehr energieträchtig ist, sehr feucht ist und dementsprechend nachher auch, ja, für den einen oder anderen Starkregen gut ist. Das möchte ich damit gesagt haben. Und wenn man jetzt mal die ganze Zeit jetzt ein kleines bisschen durchklickt, kann man ja erkennen, überall Tiefdruckgebiete hier. Man kann überhaupt nicht punktuell sagen, wo hier wann wirklich quasi die Hebung kommt. Es wird dann so sein, dass der Theta-E-Wert ein kleines bisschen abnimmt nachher. Aber man kann auch erkennen, dass sich ein Bodentief dann Richtung Samstag über Tschechien legen wird hier, ja. Und das ist eben dann immer dafür interessant, was Sachsen angeht. Denn da gibt es die sogenannten Ostgewitter und da kann es eben auch mal überraschenderweise ein kleines bisschen ruppiger werden, möchte ich auch mal dazu sagen. In Bezug auf den Wind möchte ich auch noch mal ganz kurz darauf eingehen. Man kann erkennen, im ganzen Südwesten, dort wo eben diese Niederschläge in den kommenden Stunden und Tagen vorhanden sind, dort wird es so gut wie überhaupt keinen Sturm geben, überhaupt keinen Wind geben. Und wenn man jetzt einfach mal weitergeht, kann man ja erkennen, der ganze Osten hier, ja, sehr, sehr stürmisch. Also teilweise werden hier Werte von 60, 70, auch 80 Kilometer pro Stunde berechnet. Und da, wie gesagt, Freunde, da ist auch die Waldbrandgefahr sehr hoch. Also ich weiß, es sind sehr viele Festivals, da fällt man ein Grill um, da wird man die Zigarettenkippe weggeschnipst und zack hat man ein Buschfeuer, was sehr, sehr schwer unter Kontrolle zu bekommen ist nachher, weil eben der Wind zu stark ist. Und am Donnerstag kommt es dann zu einem richtigen ordentlichen Höhepunkt dieses, ja, Südostwindes mit einem richtigen ordentlichen Föhnsturm hier im Westerzgebirge. Da kann man das gut erkennen, wie das jetzt hier vom Fichtelberg runtermischen wird, denn wir haben auch in der Höhe einen ziemlich starken Wind anliegen. Ja, das muss man auch sagen. Und der wird natürlich dann übers Erzgebirge drüber gepresst. Und das sind teilweise, möchte ich auch nicht 90 oder 100 Kilometer pro Stunde ausschließen. Das wird natürlich auch relativ, wie soll man sagen, mild werden nachher. Aber bei der Temperatur, bei der trockenen Luft und diesem Sturm, das ist schön. Ist schon wüstenartig, so dieses Feeling nachher, ja. Aber wie gesagt, auch sehr, sehr trocken und teilweise auch unangenehm, weil man kann draußen nicht viel machen. Fahrrad fahren, da fährt man fast rückwärts. Da muss man richtig in die Pedale reintreten nachher. Das ist ja und wenn man dann von Süden nach Norden fährt, dann muss man die ganze Zeit auf der Bremse stehen, so auf Deutsch gesagt, ne? In Bezug auf den Höhenwind, den 850 Hektopascal und auch auf die Verlagerungsgeschwindigkeit der Gewitter im Süden, kann man erkennen, es ist in der Höhe überhaupt keine, es sind überhaupt keine Geschwindigkeiten zu erkennen. Dementsprechend sind die Verlagerungsgeschwindigkeiten in der Höhe bei weichen Gewittern nachher dann eben auch so langsam. Was man aber im Osten erkennt, was dort für eine Blase reinkommt, ja, teilweise hier 10er Windstärke, ne? Also über 100 Kilometer pro Stunde in 1500 Metern Höhe. Das bedeutet, im Erzgebirge wird es einen Föhnorkan geben. Oder was heißt Orkan? Orkan ist auch wieder zu krass ausgedrückt. Da sind wir ja bei Werten über Windgeschwindigkeit 12, ja. Und das sind jetzt 10, aber das wird vom Gefühl her richtig stürmisch werden und es wird über das Westerzgebirge richtig runtermischen können, weil eben hier dieser Peak, der ist ja wirklich richtig ordentlich, wo dann so eine richtige Starkwindfeld dann über das Mittelgebirge drückt und dann tatsächlich auch erstmal anhält, bis dann eben dieses Bodentief von Süden hereinzieht und eben die ganze Wetterlage, beziehungsweise diese Windlage oder Sturmlage dann nachher zum Abklingen bringen wird. Und da sieht man wieder wunderbar auch das Bodentief, was ich eben bereits, ja, erwähnte. In Bezug jetzt auch nochmal darauf, das kann man gut erkennen, das Bodentief jetzt hier. Und ja, was soll man jetzt sagen? Der neueste Rechenlauf, der 6er Rechenlauf des GFS-Modells, das schauen wir uns jetzt auch nochmal an, kann man eben erkennen. So richtig punktuell ist überhaupt nichts zu erkennen, außer dass wirklich unten dieses Tiefdruckgebiet am Freitag richtig eindrehen wird und dann auch weiterziehen wird. Und ansonsten überall Streuselkuchen, überall Tiefdruckgebiete, wenn wir das uns mal so hier anschauen, ne? Und dementsprechend ist überhaupt nicht zu erkennen, wo wird denn jetzt hier Hebung sein? Bei diesem Tiefdruckgebiet, bei diesem Tiefdruckgebiet? Oder liegt es vielleicht sogar dann hier im neuesten Rechenlauf? Man muss das hier wirklich jeden Tag verfolgen, die Wetterlage und eben dann auch, ja, auf die Warnungen des deutschen Wetterdienstes vertrauen nachher, ja. Und dann, ja, schauen wir mal, wie die ganze nächste Woche weitergeht. Aber das bringt im Prinzip überhaupt nichts. In Bezug auf die Unwetterwarnungen, hier mal von der Unwetterzentrale schon reingeholt. Die haben im Prinzip in diesem ganzen Streifen schon eine Vorabinformation bzw. Vorwarnung reingelegt. Und dort ist eben im Prinzip für die, ja,
Unwetterlage eben nachher das größte Potenzial. Und ja, jetzt möchte ich noch mal ganz kurz was dazu sagen. Es ist natürlich so, ne? Jeder Kanal oder Berichterstatter ist natürlich selber für seinen Content verantwortlich. Und natürlich auch jeder einzelne User, der sich diesen Content ansieht nachher. Dass aber aufgrund von sozusagen oder sogenannten Clickbait die Leute, die immer wieder das Vertrauen in die Berichte stecken, durch gefährliche Überschriften immer verrückter gemacht werden, ist meiner Meinung nach unverantwortlich. Denn wenn es dann im Sommer zu einer wirklich gefährlichen Schwergewitterlage kommt, ist das Vertrauen der Leute diesbezüglich dann einfach verspielt und das finde ich absolut, ja, nutzlos. Glück auf zusammen, bis später, wenn ihr möchtet und ciao.